alles machen, sagt es mir leider. Wo ich gestern nach Hause kam, hatte ich absolut keine Lust mehr dazu. Gestern war nämlich, sage ich mal, volles Haus in Leipzig, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Das war schon extrem, sehr extrem. Und ich habe wirklich gedacht, ich komme da gleich noch mit in die Fronten rein, und aber alles gut gegangen, war nichts. Also ich bin kaum in Berührung gekommen mit dieser Geschichte. Ne? Ja, gut. So, das Trainspotting kommt diesmal von Micha. Der hat wieder wunderschönes Material von Sonderfahrten und anderen Zügen mir zukommen lassen. Vom Josef logischerweise, der hat wieder ein paar wunderschöne alte Bilder mir zugesteuert und ebenfalls Trainspotting vom Bahnhof in Magdeburg. Und ein bisschen was kommt von mir. Ne? Ich habe da auch was erwischt, was man eigentlich im Leipziger Hauptbahnhof nicht so oft sieht, aber ab und zu schon. Ne? Wenn man Glück hat, wenn die Zeit passt und vor allen Dingen, wenn man schnell ist, dann erwischt man da auch mal sowas. Gut. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit und danach gibt es noch ein bisschen was zu erzählen. Film ab! Thank you.
Diesmal war der 603 2x7-Teiler. Im vorderen Bräuchten. Erste Mal. Was hat denn der geladen, Alter? Ah, Alter Schwede. Ist das ein Mülltransporter oder was?
Oh.
Ich fahre mal noch ein Stück hinterher. Dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Ja, machen wir mal jetzt weg, machen wir mal viel im Wechsel. Ja, und noch was, ja, ne? Aber hallo. Hallo. Ja, verdammt, ich habe ein bisschen mit einer Frage. Ja, ich würde mal sagen, das ist eigentlich ein Hexenrad. Übungsfahrt ist halt immer wieder so ein, ne? Aber da kannst du ja mal einen Fehler leisten. Ja. Sprichst du drüber. Dafür sind wir ja da. Dafür ist es ausgebildet. Die Fahrt, wenn du LZB hast, das sind, glaube ich, drei oder vier Stück, die da haben. Hast du LZB? Ja, ja. Ja, wir fahren alle. Nachts auf der Schnellfahrstrecke Richtung Hannover. Du brauchst ja noch richtig, weil du dir die Feldabstand. Ja, 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 ohne LZB. Doch, so brauchst du das gar nicht, weil die, der Abstand ist meistens größer als 6 Kilometer. Ich habe das mal gehabt, da war ich eine Zeit lang bei der MEV, hatte ja noch keine LZB, das war direkt nach der Ausbildung. Ja, das hat jetzt gar nicht gerne. Nee, da bin ich da unten Offenburg gefahren mit dem Trainer, nach Basel. Ja, ja, ja. Da haben die mich gefragt, hier, wie sieht's aus, bist du mit Elko unterwegs? Ich sage, nee, nicht. Da haben die mich wirklich 2 Stunden auf den Rand genommen, ja, bis wieder Platz war. Das war wenn man dann steht, dürfen wir noch ganz verdauchsetzen von vorne. Ja, sicher doch. Das ist die letzte Gruppe wahrscheinlich. Nur mal sehen, ob wir die wieder reinkriegen. Ja, die hat schon ein bisschen Rollbierstanz. Die wollte ja von selber. Ja, die schiebst du weg. Das ist keine Rechnung. Das hast du schon fast gedacht. Ja, das kann man schlecht. Bei der kann man es ein bisschen besser abschätzen. Thank you.
da? Nee. Das ist deiner Hut? Der pfeift denn da draußen? Der Elektron, das hier, oder das war parallel sogar. Ich gucke mal, was ich mal da. Thank you.
Komm vor. Nee, Diesellok kommt. Diesellok. Scheiße, sind die hier.
Thank you.
Ja, da war doch wieder allerhand dabei. Ich hoffe, jeder auf seine Kosten gekommen. Besonders gefallen haben mir die wunderschönen alten historischen Bilder vom Josef. Da werden Erinnerungen wach, denn ich habe das alles noch live erlebt, solche Züge in Leipziger Hauptbahnhof. Da war ich aber noch ein Kind, oder ein Jugendlicher besser gesagt. Ja, und auch die Aufnahmen von Micha waren sehr, sehr cool. Und zu den Aufnahmen von mir, ihr habt gesehen, ich habe wieder mal eine 232 erwischt. Die kam gerade auf Gleis 12 reingefahren, bevor mein ICE kam. Und ich bin natürlich dahin gestürzt und habe natürlich ein Foto gemacht und mich mal kurz mit dem Lokführer unterhalten. Die ist in Abstellung gefahren, war von der LEG und kam, glaube ich, aus Weimar. Ich glaube, die kam aus Weimar. Naja, gut. Und alles andere, was ich gefilmt habe, das waren so spontane Aufnahmen, schnell hier, bapp. Und auch ein bisschen was in Torgau habe ich erwischt. War nicht besonderes Standard. Was mich allerdings frage, und das können wir mal in die Kommentare schreiben, dieser Containerzug oder was darstellen sollte, der hat eine Fahne hinter sich hergezogen. Das habe ich ja auch im Video zu verstehen gegeben, weil ich konnte die Kamera kaum noch halten, denn als er an mir vorbeigefahren ist, das hat wie 10.000 Müllautos gerochen. Es war Müll, mit Sicherheit, aber wo kam der her? Ne? Und wo ging er hin? Das hätte mich mal interessiert, weil das waren keine normalen Container. Die waren oben offen und da war so eine Plane drüber. Das hat man ja gesehen im Video. Ah, der hat eine Fahne hinterhergezogen, alter Schwede. Also ein Müllauto ist ein Scheißdreck dagegen. Aber ich habe durchgehalten und habe gefilmt bis zum Schluss. Denn ich wollte nicht weggehen, ich wollte dann nicht immer. Ging nicht mehr. Aber ich habe es, wie gesagt, durchgehalten. Gut, dass ich schon fertig war mit Essen. Naja, gut. So, und die anderen Aufnahmen, wie gesagt, das waren alles so Standardaufnahmen, halt eine moderne Lok, ein Containerzug. Dann habe ich dann auch noch den Schweizer gefilmt, der in Richtung, na, sagt schon, Leipzig gefahren ist. Der wird wahrscheinlich auf dem Güterring dann gefahren sein. Und dann rüber nach Worm und dann rüber, was weiß ich, irgendwo hin halt. Na, vielleicht kam er aus der Schweiz oder vielleicht ist er in die Schweiz gefahren. Definitiv ist es auch ein Schweizer gewesen. Ja. Gut. Das war's zum Thema Trainspotting. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Und das muss ich euch ein bisschen ausführlicher erklären. Ihr wundert euch sicherlich, warum der Götz, wie gesagt, nicht da war. Habe ich ja gerade gesagt, weil ich keine Zeit hatte, weil es nicht ging. Und er auch nicht immer die Möglichkeit hat, vorbeizukommen an bestimmten Tagen, weil heute wäre die Möglichkeit gewesen. Aber er hat einen Sohn, auf den er aufpassen muss. Und das geht natürlich vor. Ne? Das geht auf jeden Fall vor. Und da werde ich auch gar nicht erst sagen, schauen wir da nicht. Nein, Familie ist wichtiger. So sieht's aus. Und ich kann auch warten. Das rennt nicht weg. Und man kann es auch nach dem Urlaub machen. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, es wird dieses Jahr noch erfolgen. Ja. Ja, und was gibt es sonst noch? Naja, ich hätte theoretisch auch heute einen Livestream machen können, so wie das halt eine bestimmte Person immer macht, wenn sie auf der Straße lebt. Einfach durch die Gegend latschen, ein bisschen Fahrrad fahren und dann ein bisschen was filmen, also live, ein bisschen was erklären, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Das ist mir einfach zu blöd. Ne? Wenn ich einen Livestream mache, dann mache ich einen Livestream hier. Oder wenn das wirklich mal sein sollte, dass ich unterwegs bin und mache eine Tour und mache dann einen Livestream, dann werde ich die Vorbereitungen dafür treffen, dass die entsprechenden Mods mit dabei sind, dass dann nicht wieder bombardiert wird, der Livestream, weil das ist ja auch schon vorgekommen, wo ich diesen spontanen Livestream gemacht habe, mit einem Handy, der in wenigen Minuten dann übersät war, mit, sag ich mal, Wespen, wenn ihr versteht, was ich meine, weil die dort ein Nest bauen wollten. Und ich habe sie ja dann versucht zu verjagen, aber die haben mich dann natürlich dort gestochen. Ihr versteht, ja? Das war jetzt ein bisschen verschlüsselt. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Thema, nämlich Wespennester. Ich hatte 3 Stück auf dem Balkon. Es ist nicht zu verhindern. Ich habe nun mal leider Kartons auf dem Balkon und das ist eine Einladung für diese Viecher. Ich habe sie aber alle vertrieben. Die haben gerade erst angefangen zu bauen. Gott sei Dank habe ich es gemerkt. Aber wisst ihr, was ich richtig krass fände, ist, du hast in der einen Ecke dieses Nest weggemacht, ne? Und die bauen dann tatsächlich
exakt auf der gegenüberliegenden Seite gleich weiter. Habe ich das auch weggemacht. Ja. Ja. Ich habe das dann mit dem Zeug gemacht, was mir jemand empfohlen hat. Das sprühst du dann ein, da wo sie sind. Und wenn die dann dort landen, dann werden sie dann irgendwie, naja, mit dem Zeug in Berührung gekommen. Und das war's. Dann fliegen die dann rein, wo die Rester sind. Und dann, pff, Feierabend. Aber da war ja nichts mehr. Das habe ich ja dann rausgeholt. Da war bloß so der Anfang von einer kleinen Kugel, das weißt du viel. Die habe ich dann vernichtet. Und der Rest schwirrt jetzt natürlich dort rum und versucht natürlich jetzt nach dem Nest zu suchen, aber gibt es ja nicht mehr. Und wenn jetzt einer wieder schreit, ich stehe in der Torschütz, ich stehe in der Torschütz, wie gesagt, wir haben noch gar nicht angefangen. Wäre es jetzt ein richtiges Nest gewesen, dann hätte ich das wie beim letzten Mal gemacht, dann hätte ich jemanden gerufen, der hätte es dann mit Staubsauger entfernt und in eine Kugel, die Kugel dann in eine Kiste rein und hätte das dann weggeschafft, aber das war gerade Anfang. Ne? Die haben wir gerade erst angefangen. Und was da jetzt auf der anderen Seite passiert, das weiß ich nicht. Da habe ich scheißes Wasser einfach runtergegossen, bis die alle rausgespürt waren. Das waren vielleicht so 10, 20 Stück. Die sind dann rumgeschlurrt wie bekloppt. Da habe ich noch mal heißes Wasser rausgegossen und ja, Feierabend. So sieht's aus. Kann sie nicht verhindern, ist nun mal so. Die suchen sich immer irgendeinen Platz, wo sie. Aber ich werde es nicht zulassen, dass bei mir Wespennest entsteht auf dem Balkon. Am Ende wird es sich dann so entwickeln, dass sie dich dann angreifen, weil sie sich bedroht fühlen. Und dann kommen ja dann die großen Wespen. Vorher sind es ja bloß die Arbeiter und die tun dich halt ein bisschen wegscheuchen. Oder kommt dir zu nahe, dass du halt weggehst. Aber wenn dann die richtigen rauskommen, die gehen auf dich los und die stechen dich dann. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Deswegen vertreiben, Feierabend. Ich kann die Kartons nicht in Luft auflösen. Ja? Die müssen da bleiben, weil ich brauche die Kartons, wenn ich ab und zu mal eine Lok weggebe oder wenn ich zum Beispiel was an Frank schicke oder etwas an Josef schicke oder jemand anders. Ne? Da brauche ich noch ein paar Kartons. Im Keller kann ich sie nicht lagern, da werden sie feucht und gehen sie kaputt. Davon abgesehen, da sind sowieso einiges kaputt gegangen, die kann ich jetzt sowieso wegschmeißen. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Das lässt sich nicht verhindern. Ich habe nochmal noch so eine kleine Bude. Ich kann nicht alles da unten drunter oder der andere stellen, weil da steht schon ein Haufen Zeug. Da steht Zeug, die Schränke sind voll. Irgendwo muss ich es hin tun, die Kartons. Und deswegen stehen sie auf dem Balkon. Und dann ist natürlich klar, dass dann irgendwelches Viehzeug kommt und versucht sich dort einzunisten. Und solange das, sage ich mal, selbst wenn es wilde Bienen wären, ne? Und die hätten dort ein Nest gebaut, hätte ich kein Problem gehabt. Hätte ich auch nicht angefasst oder in Ruhe gelassen. Und als ich nämlich damals die bauen lassen habe, habe ich auch gedacht, sind Bienen. Die sahen ja nicht aus wie Wespen. Die Arbeiter von den Wespen sehen nicht aus wie Wespen. Die haben nicht diesen glatten, gelb-schwarzen Arsch, sondern die haben eine mit Fell überzogen. Und deswegen habe ich gedacht, das sind Bienen. Bis mir der Typ, der dann die dort rausgeholt hat, aus dem, was ich dort bauen lassen habe. Ich habe jetzt sogar noch Fotos bei Instagram gepostet, wie die dann dort angefangen zu bauen. Und ich habe dann mein Handy gleich fotografiert. Die haben mich gar nicht stören lassen. Ne? Aber in drinnen war schon eine riesengroße Traube. Und das habe ich nicht gewusst. Ja. Und damals habe ich es halt so gelöst, dass ich einen Teil runtergeschmissen habe. Und ein Teil war noch hier oben. Also es war irgendwie ein sehr, sehr großes Nest. Und der Typ hat zu mir gesagt, der hätte dir noch einen Monat gegeben und die hätten dich totgestochen. Die hätten dich totgestochen. Die wären in deine Wohnung gekommen und hätten dich totgestochen. Gut, dass du es mir gesagt hast. Und das werde ich nicht nochmal zulassen. Ganz einfach. Wie gesagt, ich hatte damals gedacht, es waren wilde Bienen und die greifen dich nicht an. Ne? Die würden dich auch nicht angreifen. Die würden ganz normal ihre Arbeit machen, ihren Honig sammeln und was weiß ich. Aber es waren halt keine wilden Bienen, es waren verdammte Wespen und ich hasse Wespen. Ich hasse dieses Viehzeug. Ich sage mal, das sind die Kakerlaken der Lüfter. Ne? Das sind Sacktreter. Die sind nervtötend. Aber das wisst ihr ja selber. Und so ein Nest will man ganz bestimmt nicht auf dem Balkon. Ja, gut, beenden wir jetzt das Thema mit den Wespen. Und dann kommen wir noch zur Modellbahn. Und da muss ich euch noch etwas zeigen. Denn es sind nämlich jetzt die zwei Waggons gekommen. Der Karton da oben müsste noch da oben liegen. Von diesen zwei wunderschönen Wägelchen von Hobby Train. Einer blau, einer grau. Den grauen habe ich Max gegeben. Wie ich das ja damals gesagt habe, hier, wo ich das
Fahrvideo beendet hatte. Und der blaue liegt bei mir. Jetzt könnt ihr euch hoffentlich vorstellen, dass die Wagen zwar sehr schön sind, aber, jetzt kommt's, sie sind leider etwas schwer. Und ihr kennt das ja von Minitricks, was passiert, wenn die Wagen zu schwer sind. Richtig, sie rollen nicht. Und genau das ist der Fall. Ne? Die Wagen rollen wie ein Sack Nüsse, wenn ich das mal auf Deutsch sagen darf. Also wirklich wie ein Sack Nüsse. Wenn man die auf die Schräge stellt, dann rollen die ein Stück, bleiben stehen. Das hört sich dann so ein... Also das kann es nicht sein. Nagelneu, sie waren nagelneu, sie waren eingeschweißt. Ja. Die haben mich 60 Euro gekostet, die zwei Wägelchen. Gut, über einem Angebot, normalerweise kosten sie 89. Aber das kann es echt nicht sein, dass man einen Wagen auf den Markt bringt, nagelneu, die nicht rollen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr holt davon einen ganzen Zug. Ne? Euch gefallen die Wagen, ihr fahrt Schweiz, ihr holt davon 4-5 Packungen, weil ihr die auf eure Anlage fahren lassen wollt. Und die Lok, die schafft es nicht, den Zug zu ziehen. Also das ist echt eine Katastrophe. Und wie das Ganze aussieht, das habe ich von Max gefilmt. Denn der hat ja den Kraulen gekriegt. Jetzt zeige ich euch das mal kurz. Film ab. Noch Fragen, Max? Noch Fragen? Nochmal, ich drehe ihn mal um. Aber schöner Wagen. Oh ja, noch schlechter. Kein Kommentar, oder? Liegt wieder an, weil die so schwer sind. Ja, noch Fragen? Also ich finde es eine Katastrophe, muss ich ehrlich sagen. Rückwärts rollen sie noch schlechter. Ich weiß nicht, wie man das beseitigen soll. Ich bin mal gespannt, wie der Max das lösen tut. Vielleicht andere Achsen reinmachen, wird wahrscheinlich nicht helfen. Denn das Problem ist ganz einfach, weil diese Kessel mit dem Gewicht, da müsste man das Gewicht rausmachen. Das wäre eine Lösung. So schwer ist, drückt die Achsen in die Lager rein. Und das verursacht dieses komische Geräusch. Und das ist genau das gleiche Geräusch, was bei den Minitrickswagen passiert ist, wenn die in die Kurve gefahren sind. Ne? Weil die halt so schwer sind. Die exakten, perfekten Kesselwagen finde ich, die gibt es von Fleischmann. Und die haben aber leider noch Gaskesselwagen und Getreide-Silowagen, Deutsche Reisbahn. Ich glaube, die gibt es auch von Gax, ich weiß es nicht. Aber diese Gaskesselwagen, die sind wirklich absolut super. Die kann ich nur empfehlen. Ne? Ich habe ja die auch schon ein paar Mal fahren lassen, habt ihr ja gesehen, mit 218, alle 12 Stück. Bei einem ist die Kupplung nicht perfekt gewesen, da habe ich in Ordnung gebracht. Aber ansonsten sind die Wagen wirklich absolut zu empfehlen. Ja. Sind natürlich nicht günstig, das ist klar, weil es halt eine Neuauflage ist. Aber wer Kesselwagen auf seiner Anlage fahren will, den empfehle ich. Gaskesselwagen von Fleischmann. Welche auch gut sind, natürlich Minitricks, ist klar. Da brauchen wir schon mal reden. Die rollen alle einwandfrei. Vielleicht die älteren etwas schlechter, weil die noch die beste Achsen haben. Aber die neueren Auflagen mit NEM-Kupplungsschacht, die sind wirklich sehr gut zu empfehlen. Was ich nicht empfehlen kann, Bobby Tray. Ich weiß nicht, was die da machen. Die kriegen es einfach nicht gebacken, ein paar ordentliche Wagen auf die Gleise zu stellen, die ordentlich rollen. Das hat man ja auch schon bei den Schweizer IC, wo ich da alles anpassen musste, wegfräsen musste, damit dann nicht eine Kurve entgleist. Das Drehgestell vom Steuerwagen fällt immer noch raus. Das kriegst du nicht mehr gebacken, weil wenn ich die Unterlegscheibe wegnehme und das Drehgestell wieder einraste, dreht es nicht mehr. Müsste ich halt links und rechts so viel wegnehmen, dass so ein Spalt entsteht. Und das sieht ja richtig doof aus. Ne? Das kann man ja dann nicht mehr fahren lassen. Das ist auch dann nicht mehr realistisch. Deswegen haben die diese Unterlegscheibe schon von Anfang an reingemacht, Plastikunterlegscheiben, und haben sogar noch in die Schachtel zusätzliche Unterlegscheiben reingelegt. Also das kann es nicht sein. Du bezahlst fast 80 Euro für so einen Wagen, oder 180 Euro sogar, kostet inzwischen. Ich glaube 180 kostet jetzt, ja. Und dann ist das so ein Firlefanz. Also das kann es echt nicht, es geht gar nicht.
Ja? Da fehlen ja wirklich alle Worte. Was denkt ihr wohl, warum es von dem Flixtrain eine Neuauflage gibt? Könnt ihr euch denken? Ich sag's euch. Wegen den Wagen. Weil die ersten waren von Lemke Hobby Train. Und die müssen wohl gerollt sein wie ein Sack Nüsse. Und dann hat sich das Ganze Arnold angeschaut und hat Nachfolgewaggons gebracht. Und die laufen absolut top. Also auf diese Arnold-Waggons, da gäbe ich nicht. Die sind absolut perfekt. Ja? Es sind halt die gleichen Wagen, also die gleichen Trägestelle und die gleichen Unterbauten wie bei den Halberstädtern und Städtexpress, nur dass die halt eben andere Oberbauten haben. Logischerweise sind ja westdeutsche Wagen gewesen, also alte IC-Wagen, die sie halt umlackiert haben zu diesen Tickstrain-Wagen. Aber zum Unterschied zu den alten, denn ich habe mal einen alten bekommen, den habe ich leider weggegeben, den habt ihr gar nicht gesehen, den hatte ich als Ersatz für den sechsten, den ich ja nur organisiert habe, auch von Arnold. Der war eine Katastrophe, Leute. Der war eine absolute Katastrophe. Erstens ist er umgekippt mit dem Arnold zusammen. Zweitens ist er entgleist und der ist so schwer gerollt, den konntest du weder vorne hinhängen noch hinten hinhängen. Dann habe ich versucht, das Ganze, diese Federn da, wo die drin sind, die Achsen, anzupassen. Dann sind sie durchgerutscht. Hat also auch nicht gebracht. Und die Trägestelle haben ständig geklemmt. Da habe ich gesagt, fort mit dem Dinger. Gott sei Dank habe ich nicht viel bezahlt dafür. Habe den mit dem Flohmarkt damals genommen. Ich habe den ja gar nicht gesehen, wie gesagt. Ich wollte da auch nicht darüber reden. Ich habe es aber jetzt gemacht. Weil die hier, die kann ich nur empfehlen. Die Nachfolgerserie von Flixtrain. Absolut top. Gibt es nichts. Ne? Ja. Da haben wir das Thema nun auch beendet. Und wie gesagt, Fahrvideo kann ich jetzt leider euch nicht präsentieren, weil die Anlage immer noch komplett verdreckt ist oder ungereinigt ist. Ich werde heute und Sonntag nicht anfangen, die Anlage sauber zu machen, damit hier, ne, wisst ihr, was ich meine, der regt sich ja wegen jeder Scheiße auf. Ob die Leute Spaß haben, wenn er versteht, was ich meine. Ob die Leute feiern. Ob sich ein paar Leute unterhalten. Ob man eine Eisenbahn benutzt, der regt sich immer auf. Der kann sich nur aufregen, die ganze Zeit noch. Ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist. Ne? Aber ich werde es nicht riskieren, dass ich jetzt hier am Wochenende noch Stress anfange, bis ich im Kasper Cup. Da warten wir, bis ich die Zeit habe, die zu reinigen. Wenn ich da wieder frei habe, in der Woche habe ich ja noch einmal frei. Vielleicht gibt es dann noch ein Vorbild. Ne? Es kommt ja noch ein Feiertag. Wisst ihr ja. Und dann gibt es dann vielleicht noch ein Vorbild. Aber jetzt, in dem Zustand, wie die Anlage jetzt ist, die Außengleise sind okay. Ich könnte natürlich die Außengleise jetzt nutzen, aber das Berggleis ist verschmutzt und die Bahnhofsgleise sowieso. Ja? Das bringt nichts. Wenn, dann macht die Anlage richtig sauber und dann mache ich ein richtiges Fahrvideo. So wie ihr das kennt, mit verschiedenen Zügen, mit Aus- und Einfahrten. Ich hatte mir aber gedacht, das richtige nächste Fahrvideo sollte es eigentlich nächste Woche geben, wenn die Elektronik umgebaut ist. Da ist ja leider nichts draus geworden und ich gehe davon aus, der Götz hätte das niemals an einen Tag geschafft. Wenn er unter meine Anlage schaut, wird er sowieso erstmal sagen, ach du Schande. Ich meine, er ist guter Elektroniker. Ja? Und dass er ein guter Elektroniker ist, das werde ich euch jetzt auch noch zeigen, bevor ich mich verabschiede. Also hier noch einmal ein paar Bilder, die er mir zugesendet hat, wie mein Pult letztendlich aussehen wird. Und ich muss ehrlich sagen, Respekt, Götz. Also, wenn du dann das alles mit meiner Anlage verbindest, dann zieh ich mal Hut. Und zwar richtig. Ja, ich hatte ja gesagt, 150 Euro willst du haben für deine Materialien, die du besorgt hast, aber ich gebe dir noch was extra. Und das habe ich schon organisiert. Ja, es ist kein Geld. Aber es ist etwas, was dir auf jeden Fall gefallen wird. Da kannst du dich drauf verlassen. Und wenn das dann alles wirklich wunderbar geklappt hat, werde ich dann im Livestream dir das überraschen. Aber erst einmal kümmere dich um deine Familie und um deinen Sohn, denn das ist wichtiger. Ne? Und dann, wenn das alles seinen geregelten Gang geht und du wirklich die Möglichkeit hast, ohne schlechtes Gewissen oder, sagen wir mal, ohne darüber nachzudenken, was jetzt gerade mit deinem Sohn ist,
hier vorbeizukommen, dann gehen wir das an. Ne? Ich mache da keinen Druck. Brauchen wir nicht. Ich weiß, dass das Pult jetzt fertig ist. Und ich freue mich wirklich dann, wenn das alles verbunden ist und alle Weichen funktionieren, alle Signale. Ich habe hier diese Zusatzsignale organisiert. Vielleicht kann ich auch noch ein paar andere organisieren. Das Zusatzgleis werde ich demnächst einbauen. Ich hoffe mal, bevor du da warst. Aber wie gesagt, heute passiert nichts mehr. Ne? Das geht einfach nicht. Und das habe ich jetzt lang und breit erklärt. Und heute ist Sonntag und man muss es ja auch nicht übertreiben. Ne? Gut. Jetzt zeige ich euch noch die Bilder vom Götz, die ihr mir geschickt habt. Das sind bloß 3 Stück. Aber ich werde sie lange genug einblenden, damit ihr es in Ruhe genießen könnt. Und nochmal vielen, vielen Dank, Götz, dass du dir die Arbeit gemacht hast. Denn das ist garantiert nicht ohne, was du da zusammengebaut hast. Mein vollen Respekt. Und ich verneige mich vor dir, wenn das alles hier läuft. Ja, das werde ich auch alles im Video dann zeigen, im Livestream. Versprochen. Gut, dann bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, Nachmittag, Abend, je nachdem, was das Video hochgeladen ist. Ich muss morgen natürlich wieder arbeiten. Die ganze, sag ich mal, Veranstaltung bestimmt aufräumen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht am Bahnhof. Ich hoffe mal nicht so schlimm. Und oh, wir werden sehen, wenn es das nächste Video gibt. Ne? Gut, gibt es hier jetzt noch die Bilder und den Mensch weg. Tschüssi.